Frau Schulte heißt, guten Tag, nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Als Zeugin muss man hier natürlich die Wahrheit sagen. Wer das nicht tut, der macht sich strafbar. Vorsorglich 55 StPO. Sie können auf Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten würden. Ja? Ja. Sie heißen Lauren Schultheiß, 30 Jahre alt. Sie wohnen in Hamburg. Sie sind ledig, arbeiten als Prostituierte. Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht mit dem Angeklagten? Nein. Dem Angeklagten wird ja vorgeworfen, am Abend des 28.11. zwischen 17 Uhr und 17.25 Uhr seine Ehefrau in der ehelichen Badewanne ertränkt zu haben. Das habe ich mitbekommen und ich kann Ihnen sagen, dass Thorsten das definitiv nicht war. Aha, wieso nicht? Weil er zu diesem Zeitpunkt bei mir zu Hause war und mich besucht hat. Ja, also. Das war der Zweck des Besuchs. Thorsten ist ein Kunde von mir. Aha. Ein sehr guter Kunde. Ja, du bist so ein Schwein. Warum ist ein Mann ein Schwein, nur weil er seine sexuellen Bedürfnisse befriedigt? Komm mal in die Realität, Kleines. Wir sind hier nicht in der Matrix. Thorsten war verheiratet. Und es gibt viele verheiratete Männer, die sowas tun. Das ist Standard, das ist normal. Ich glaube, wir sollten auch gar keine Moraldiskussion hier führen. Die Frage ist wirklich, wann genau war er bei Ihnen? Und da bitte ich Sie wirklich, dass Sie versuchen, sich genau zu erinnern, weil der Zeitrahmen könnte durchaus wichtig sein. Das war kurz vor 5 und dann ging er auch um 6. Ich habe zudem auch noch das Ganze in meinem Termin Planer festgehalten. Womit mein Mandant, wie gesagt, ein Alibi hat. Alibi, genau. Ja. Richtig. Er hat sie nicht umgebracht. Und wenn Sie gesehen hätten, wie er reagiert hat, als er von dem Tod seiner Frau erfuhr, dann wüssten Sie, dass diese Anschuldigungen nicht der Wahrheit entsprechen. Wie hat er denn reagiert? Er war total geschockt und aufgebracht. Er war aufgelöst. So was kann man nicht spielen. Na gut, aber warum waren Sie eigentlich dabei, als er das erfahren hat? Warum? Weil er von meinem Telefon aus bei sich zu Hause angerufen hat, weil er sein Mobiltelefon verlegt hat. Und dann rief er auch dort an und sein Schwiegervater ging ans Telefon. Und er schrie sofort und das war nicht zu überhören. Haben Sie denn auch verstehen können, was er gesagt hat? Er sagte Mörder, Mörder und schrie. Der Schwiegervater, Und der Schwiegervater und Thorsten ist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Und dann ging auch ein Polizist ans Telefon. Und Thorsten versuchte sich zu erklären, aber Mörder, Mörder. Er war. Wieso haben Sie überhaupt bei sich zu Hause angerufen? Ja, ich wollte eigentlich nur meiner Frau Nadine Bescheid sagen, dass ich ein bisschen später von der Arbeit komme. Ja, so kann man das erzählen und auch erklären. Aber es war wohl eher so, dass sie prüfen wollte, ob ihre Frau wirklich tot ist. Denn ich meine, sie hatten ihre Frau unter Wasser gedrückt und sind dann ziemlich überstürzt aus der Wohnung gegangen. Hören Sie mal zu, ich habe Ihnen ein bisschen mehr zu erzählen. Ja? Sie sind also überstürzt aus der Wohnung raus, weil sie vermutlich wussten, dass ihre Frau mit ihrem Vater verabredet ist. Also war Eile geboten. Aber sie wollten endlich feststellen, ob ihre Frau wirklich tot ist. Na, das ist nämlich manchmal für Laien nicht ganz so einfach feststellen. Außerdem waren sie viel zu schnell weg gewesen, als sie es wissen konnten. Also haben sie angerufen, weil sie auf Nummer sicher gehen wollten. Das ist totaler Unsinn. Also, Herr Kollege, ich gebe mal Mandanten rechts, das führt jetzt wirklich eindeutig zu weit. Sie waren anscheinend in einer ganz anderen Verhandlung als ich. Also entschuldigen Sie bitte mal. Er hat ja ein glasklares Alibi von der Zeugin und Herr Böhm, nachdem er sich jetzt eines Besseren besonnen hat, hat auch gesagt, dass er gelogen hat. Was wollen Sie denn überhaupt noch? Mir passt dieses Alibi nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube nicht, dass dieses Alibi ein korrektes Alibi ist. Da kann hier glasklar geschildert werden, wie es will. Ne? Ich frage mal die Zeugin. Sie haben Geldprobleme, oder? Stimmt das? Sie haben Geldprobleme. Hat denn nicht jeder irgendwelche Geldprobleme und Geld kann man nie genug bekommen? Was wollen Sie eigentlich andeuten? Was? Ich sage Ihnen was. Ich deute mal jetzt gar nichts an. Ich frage Sie ganz konkret. Haben Sie Schulden? Das möchte ich wissen. Und nicht, ob alle Menschen gerne Geld hätten. Haben Sie Schulden? Wie gesagt, in welcher jeder Höhe? Hat Schulden. In welcher Höhe haben Sie Schulden? In welcher Höhe? 25.000 Euro, ist das richtig? Ja. Also, können Sie Geld doch gut gebrauchen. Ich frage mich, ob das Alibi möglicherweise hier gekauft ist, dass Sie dem Angeklagten geben. Das frage ich mich. Jetzt sage ich Ihnen mal was, ja? Ich, bei mir, bekommt man vieles für Geld. Aber kein Alibi. Und Thorsten war bei mir. Ob es Ihnen passt oder nicht. Ich bin eine ehrliche Haut. Ja, meinen Sie nur, weil ich Prostituierte bin, dass ich lüge oder ganz was? Ehrlich, kommen Sie mir nicht so, ja? Ich sage Ihnen mal was. Ich glaube ja, dass er bei Ihnen war. Aber ich glaube nicht, dass er so früh bei Ihnen war. Darum geht es mir. Ich gehe davon aus, dass er später zu Ihnen gekommen ist. Ne? Ich meine, der Zeuge Böhm, der lügt. Davon gehe ich aus, der lügt jetzt. Natürlich hatte er den Angeklagten vor dem Haus seiner Tochter gesehen. Heute lügt er. Und wenn er lügt, dann lügen automatisch Sie auch. Und nicht, weil Sie fasziniert sind. Das sage ich Ihnen mal. Kollege, Ihre Argumentation hinkt von vorn bis hinten. Das gibt's doch gar nicht. Entschuldigen Sie, erklären Sie mir mal bitte, warum der Herr Böhm hier lügen sollte. Er hasst ihn. Er könnte sich doch nichts Besseres vorstellen, als ihn hinter Gitter zu sehen. Ich weiß nicht, was er bezweckt. Ich weiß nur eins, dass er eine halbe Stunde, nachdem er seine Tochter tot aufgefunden hatte, ins Telefon gebrüllt hat. Mörder, Mörder. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind so engstirnig. Sie haben
Wegen Verfolgungseifer haben Sie alles verloren. Wir haben den Einverbindungsnachweis. Eine halbe Stunde später hat er angerufen. Ja, ich meine, ich denke, in diesem Ausnahmezustand wird er eben nicht taktische Spiele gemacht haben. Er hat damals gesagt, was er wusste. Und er wusste, dass Ihr Mandant der Mörder seiner Tochter ist. Ich sagte es ein allerletztes Mal. Nein, Herr Verteidiger, so verhalten wir uns mal vor Gericht auch. Also ja, aber ich kann mir sagen, Herr Verteidiger, wir wollen wenigstens hier halbwegs Vorbild sein. Da fühlen Sie sich nicht auf wie ein Erstklässler, bitte. Und ganz ehrlich, ich sag's jetzt zum allerletzten Mal, ich habe meine Frau nicht umgebracht. Ich habe sie von ganzem Herzen geliebt. Ja, das glaube ich einfach nicht. Ne? Und Oliver Pfeiffer, ne, der Ex-Freund, der sieht das so wie ich und den Norbert auch noch. Ja. Da können wir uns gleich ein Bild machen. Ist der Angeklagte Ihnen gegenüber jemals in irgendeiner Weise gewalttätig geworden? Nein, niemals. Weitere Fragen? Ich keine Frage. Danke, dann bleiben Sie unverheiratet. Nehmen hinten Platz, bitte schön. Oliver Pfeiffer. Guten Tag, haben Sie was dagegen, wenn meine Schwester zuschaut? Na klar, wenn sie irgendwo noch einen Platz findet im Zuschauerraum, sehr gerne. So, für Sie ist der Platz hier reserviert und für Sie gilt wie für alle Zeugen, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie es nicht tun, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Oliver Pfeiffer, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Hamburg, Sie sind ledig, Sie sind Betriebswirt und Prokurist bei Gerüstbau Böhm, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen, ihm wird vorgeworfen, seine Frau Nadine in der ehelichen Badewanne ertränkt zu haben. Kennen Sie ihn denn näher? Ja, durchaus. Nadine hat versucht, ihn bei uns im Büro unterzubringen. Was heißt versucht? Naja, er sollte sich einarbeiten, aber wie genau sich Nadine das vorgestellt hat, da dürfen Sie mich absolut nicht fragen. Ich habe keine Ahnung. Also ich persönlich habe nichts gegen Tennislehrer. Aber wenn Sie mir vielleicht erklären könnten, was der in einer Gerüstbaufirma zu suchen hat, also mir ist es schleierhaft. Gab es denn Probleme dabei? Ja, allerdings. Und nicht zu knapp. Thorsten mag die Arbeit nicht. Er kam und ging, wie er wollte, musste sich über alles lustig machen. Inwiefern? Ja, er hat unsere Mitarbeiter Prollbrigade genannt. Und das so offen, dass es jeder mitkriegte. Also ganz ehrlich, als Mann der Chefin, das kommt nicht gut. Tut man das eigentlich nicht? Wie war denn dann die Stimmung in der Firma? Ja, die war deswegen sehr, sehr angespannt. Er hat Nadine ziemlich zum Lachnummer gemacht. Also bevor Thorsten auf den Plan getreten ist, Nadine wurde geschätzt von allen. Und das in unserem Gewerbe, also das will was heißen. Mhm. Ja, und der Ehrlichste war ja auch nicht, ne? Das müssen Sie mir mal erklären. Also, der hat da ja gearbeitet. Also, so wie ich Sie verstanden habe, mehr oder weniger gearbeitet. Ja, also, wenn es an mir geht, weniger. Okay. Mhm. Und dann hat er sich ganz gut aus der Firmenkasse bedient. Jetzt kommen Sie. Also, gelogen. Es ist nicht wahr, Pfeiffer. Ach, du weißt selber, dass es wahr ist. Also, Herr Richter, mir ist eines Tages aufgefallen, dass 10.000 Euro vom Konto fehlen. Und ich bin der Sache sehr diskret nachgegangen, habe Nachforschungen angestellt und musste dann feststellen, dass unser lieber Thorsten hier wohl Nadines Unterschrift gefälscht hat. Hey, du armes Würstchen, dass du die Geschichte jetzt wieder aus der Schublade holst. Das ist ja so klar. Herr Richter, ganz ehrlich, das hat er schon in der Firma damals thematisiert und einen riesen Kladderadatsch drum gemacht. Ganz ehrlich, meine Frau hat sich damals vor mich gestellt und hat ganz klar festgehalten, ganz klar konstituiert, dass sie diejenige war, die 10.000 Euro vom Konto geholt hat und die Unterschrift geleistet hat. Von Unterschriftenfälschung kann da überhaupt nicht die Rede sein. Also, so ein Quatsch. Also, wenn du dich da mal nicht täuschst, mein Lieber, ja? Nadine hat mir nämlich auch von der Sache erzählt. Und sie hat mir genauso gut erzählt, dass sie dich einfach nur gedeckt hat, damit sich nämlich Oliver nicht in eure Ehe einmischt. Und sie wollte das in aller Ruhe mit dir zu Hause klären. Das klingt schon wieder ein bisschen anders. Herr Frey, stimmt das so? Was hat das mit dem Fall hier zu tun? Zum einen das und zum anderen, was hätte ich denn für einen Grund haben sollen, das zu tun? Ganz ehrlich, wenn ich Kohle gebraucht habe, habe ich gesagt, Nadine, Geld her, dann hat sie es mir gegeben. Also ich habe da auch gar kein Motiv für sowas. Auch das stimmt nicht so ganz. Am Anfang hat sie dir genug Geld gegeben, ohne zu fragen, das ist richtig, ja. Aber als sie dann wusste, was du damit machst, hat sie sehr genau nachgefragt. Und genau um das zu umgehen, hast du nämlich die Unterschrift gefälscht. Wann war denn das? Das war ein Tag, bevor der Typ hier Nadine umbrachte. Wie kommen Sie darauf, dass der Angeklagte seine Frau getötet hat? Ja, er hat es mir doch quasi angekündigt. Nachdem Nadine sich vorhin gestellt hat, konnte es einfach so nicht weitergehen. Und da wollte ich das mit Thorsten von Mann zu Mann halt klären. Und deswegen habe ich ihn getroffen. Von Mann zu Mann klären klingt eher so richtig nach Konflikt. Was kam dabei raus? Ja, nichts. Ausgelacht hat er mich. Er meint, er würde Nadine so lange ausnehmen, wie es ihm passt. Und ich könnte überhaupt nichts dagegen tun. Dass ihm bald alles gehört. Wissen Sie was? Ich glaube, da hat er schon den Plan gefasst, Nadine umzubringen. Das habe ich nie gesagt. Natürlich hast du das. Und selbst Wolfgang hat dich doch vor dem Haus gesehen. Ja, vielleicht, Herr Pfeiffer, zu Ihrer Information. Der Wolfgang Böhm hat vorhin eingeräumt, dass er gelogen hat. Ja, diese Aussage, die er da bei der Polizei gemacht hat, die war schlicht und einfach unwahr. Nein. Ja.
Naja, tatsächlich hat Herr Böhm vorher ausgesagt, dass er vor dem Haus seiner Tochter niemand gesehen habe. Das kann nicht sein, aber das muss Thorsten gewesen sein. Kann es vielleicht sein, dass Sie das alles hier deswegen so eifrig behaupten, weil Sie eifersüchtig sind? Ja. Ich meine, schließlich waren Sie 5 Jahre in einer Beziehung mit Nadine. Und ich meine, dann kam er daher, nahm sie ihn nicht nur weg, nein, er hat sie sofort geheiratet. Das wird Ihnen sicher nicht gepasst haben. Natürlich war ich nicht glücklich mit dieser Situation. Ja, ist doch schon. Ja, und nicht nur auf dieser persönlich-privaten Ebene. Nein, auch beruflich lief es da nicht mehr so gut für Sie. Denn Sie waren ja quasi nach 5 Jahren Beziehung, waren Sie doch schon der Juniorchef. Der Böhm doch auch vorhin gesagt, dass er Sie ganz gerne als seinen Schwiegersohn gehabt hätte. Ja, das war plötzlich weg, weil er da war. Also frage ich Sie ganz konkret, wo waren Sie am 28.11.2012 zwischen 17 und 17.30 Uhr? Moment, da muss ich Sie belehren. Sie müssen auch Fragen nicht antworten, was Sie selbst belasten könnten. Ich war bei meiner Schwester. Bei Ihrer Schwester, genau. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Glauben Sie mir nicht? Nee, nicht wirklich. Ja, okay. Also, Thorsten hat mir Nadine ausgespannt, ja. Mhm. Aber deswegen bin ich weder sauer, noch bin ich ein schlechter Verlierer. Und jeder von uns dachte, Thorsten wäre ein anständiger Kerl. Gut, dass wir uns so in ihn täuschen konnten, das wusste ich ja auch nicht. Er hat Nadine fertig gemacht und das konnte ich einfach nicht akzeptieren. Das ist doch gar nicht wahr. Wieso das? Weiterhin unter Wahrheitspflicht, weiter müssen Sie sich nicht selber belasten. Es war genau umgekehrt. Der Thorsten wurde von der Nadine fertig gemacht. Sie muss eine furchtbare Frau gewesen sein. Sie hat ihn hinterher spioniert. Sie hat ihn betitelt, dass er ein Versager ist und hat ihn auch noch sexuell ausgenutzt. Halt's Maul, du alte Schlampe, so spricht man nicht über meine Tochter. Spinnen Sie denn, wer hat Ihnen so einen Scheiß erzählt? So ein Unsinn. Herr Böhm, Sie setzen jetzt mal ganz schnell hin und so geht's wirklich. Ja. Bei allem Verständnis für Ihre Trauer, für Ihre Gefühle, für alles, was damit einhergeht. Aber noch so ein Ausfall und es wird richtig teuer. Entschuldigung, ja? Herr Richter. Aber es stellt sich schon die Frage, Frau Schultheiß, Ihre Einschätzung über Nadine Frey, die passt überhaupt nicht zu dem, was wir von allen anderen gehört haben, dass sie ein allgemein anerkannter, beliebter Mensch war. Selbst der Ehemann hat es ja im Grunde so gesagt. Also das stellt sich schon die Frage, wie Sie jetzt als Einzige in einer völlig anderen Einschätzung kommen. Ja, aber Thorsten, sag doch mal, wie es war. Und sei nicht so still. Ganz ehrlich, Laurin, ich glaube, du hast da was nicht ganz richtig verstanden, ehrlich gesagt. Wie bitte? Du warst doch derjenige, der klipp und klar gesagt hat, wie schlecht dich deine Frau behandelt. Jeden Tag kommen irgendwelche Typen zu mir und erzählen mir immer wieder die gleiche Geschichte, dass die Frau ja so schrecklich ist zu Hause und. So naiv bin ich nicht und du kannst mich auch nicht für dumm verkaufen. Und dein Alibi kannst du dir jetzt sonst wohin stecken. Und die Kohle auch, hast du mich verstanden? Was für Kohle denn? Kohle, also 5.000 Euro für eine Falschaussage. Was hat er mir gegeben. Für eine falsche Aussage? Dann erzählen Sie jetzt aber mal ganz schnell, wie es tatsächlich war am Tatabend. Also Thorsten war wirklich bei mir, aber erst um 6 Uhr. Und zudem war auch noch sein Hemd nass. Der Herr Staatsanwalt schreibt, glaube ich, schon mal ganz eifrig mit, weil das ist ja schon klar, was da auf Sie zukommen wird. Falschaussage, versuchte Strafvereitelung, ist kein Kavaliersdelikt, oder? Ja, weil ich dachte, im Endeffekt, egal was ich sage, es macht sie auch nicht wieder lebendig. Und da Thorsten mir erzählt hat, was für eine furchtbare Frau sie ist, dachte ich mir, es ist nicht schade um sie. Entschuldigung, das ist schon mal der völlig falsche Ansatz. Ja? Kein Mensch hat es verdient, dass er getötet wird. Um jeden ist es schade. Ja? Noch dazu einen Menschen, den sie nicht gekannt haben, von dem sie offensichtlich nicht wirklich wussten, wie sie war. Ja? Also, jetzt mal. Ihr Alibi hat sich gerade in Luft aufgelöst. Ich frage Sie, wo waren Sie tatsächlich zur Tatzeit? Ja, also 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Also bevor ich auf diese Frage antworte, möchte ich noch mal ganz klar festhalten. Ich habe meine Frau nicht getötet. Ich schwöre es. Wo waren Sie? Naja, ich bin um 20 nach 5 ungefähr nach Hause gekommen, mich schnell umgezogen. Ja, und wollte dann auch schon wieder los. Ich hatte einen Termin mit Laurin. Umgezogen haben Sie. Und wie ist Ihr Hemd nass geworden? Ja, auf dem Weg nach draußen habe ich mir schnell eine Flasche Wasser geschnappt, angesetzt, dann ist sie mir abgerutscht. Ja, den Rest können Sie sich ja vorstellen. Vorstellen vielleicht schon. Ob ich es glaube, ist eine andere Frage. Wieso haben Sie sich da nicht einfach nochmal umgezogen? Ja, ich war ja eh schon spät dran. Ich hatte doch diesen Termin mit Laurin. Und ja, ich wollte nicht zu spät. Und da geht man mit nassem Hemd hin, oder? Und haben Sie Ihre Frau zu Hause nicht gesehen, als Sie in der Wohnung waren? Nein, sie ist in der Badewanne umgebracht worden und ich bin nicht noch mal ins Bad gegangen, wie hätte ich sie dann noch mal sehen sollen? Haben Sie jemanden getroffen, als Sie Ihre Wohnung verlassen haben? Den Vater von Nadine habe ich gesehen. Mhm.
Er ist mir draußen noch mal begegnet. Fragt sich, wieso der was anderes sagt jetzt plötzlich. Und wieso haben Sie, da kommen wir gleich noch drauf, und wieso haben Sie dann die Frau Schultheiß dazu gebracht, für Sie ein falsches Alibi hier zu sagen? Ja, ich hasse mich hier sowieso schon alle. Und es sieht alles total beschissen für mich aus. Er hat mich sogar am Telefon als Mörder bezeichnet. Ich bin es nicht. Und ich konnte nicht wissen, dass er auf einmal seine Aussage revidiert vor Gericht. Die Aussage Ihres Schwiegervaters war gelogen. Mich stört aber vor allem Ihre Ausreden. Wenn Sie Ihre Frau nicht tot in der Wanne gesehen haben wollen, dann konnten Sie auch nicht wissen, dass Sie belastet würden durch die nasse Kleidung, die Sie getragen hatten. Ich werde dafür sorgen, dass Sie heute hier wegen Mordes verurteilt werden. Zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Wegen Mordes an Ihrer Frau. Das sage ich Ihnen. Du Schwein, du! Hey. Und hier Sie das legen Sie die Waffe weg! Schön da, Pfeifer. Es tut mir leid, Oliver. Es tut mir leid. Heute wir brauchen ganz dringend einen Notarzt. Ist immer angeschossen worden. Alles wird gut. Ja. Alles, wir müssen es noch schnell hier zu Ende forschen. Der Einzige ist nicht unvereidigt entlassen. Herr Pfeifer, Sie sind selbstverständlich nicht entlassen. Und aus gegebenen Anlass war die Hauptverhandlung für unbestimmte Zeit unterbrochen. Ist kein Problem. Nehmen Sie das mal. Wir werden gleich abgucken. Die Hauptverhandlung gegen den Angeklagten Thorsten Frey wegen Verdacht des Mordes an seine Ehefrau Nadine wird hiermit fortgesetzt. Vielleicht kurz zu den turbulenten Ereignissen vom letzten Verhandlungstag. Inzwischen ist gegen den Vater von Nadine Frey ein Haftbefehl erlassen worden. Bei der Haftbefehlseröffnung hat er uns erklärt, wie das eigentlich alles war. Sein Plan war, nach einem Freispruch, den er wohl erwartet hat, sie außerhalb des Gerichtsgebäudes zu töten. Und um zu diesem Freispruch zu kommen, hat er eben seine Aussage, dass er sie vor dem Haus gesehen habe, revidiert. Als er dann den Eindruck gewonnen hat, während des Laufs der Hauptverhandlung, dass sie verurteilt wurden und damit seinem Zugriff entzogen, und hat er sich spontan dazu entschlossen, hier im Sitzungssaal bereits auf sie zu schießen. Ja, deswegen natürlich hier gleich die Frage, wie geht's Ihnen denn inzwischen, Herr Frey? Ja, soweit ganz gut, Gott sei Dank. Ich habe wirklich Glück im Unglück gehabt. Da haben Sie wirklich Glück gehabt, weil es wohl nur eine Fleischwunde ist. Ja? Das heißt, Folgeschäden sind wohl nicht zu erwarten. So, und jetzt zu Ihnen, Herr Pfeifer. Das ist ja in dem Prozess hier das Entscheidende. Sie nehmen mal bitte noch mal hier vorn Platz. Dann belehre ich Sie, Paragraph 55 StPO. Sie müssen sich selber hier nicht belasten, können also schweigen. Aber wenn Sie den Mund aufmachen, müssen Sie die Wahrheit sagen. In diesem ganzen Durcheinander vor der Unterbrechung hat Ihre Schwester Sie als Täter beschuldigt. Wollen Sie sich dazu äußern? Warum verrätst du deinen eigenen Bruder? Ich versteh's nicht, erklär's mir. Es tut mir so leid, Olli. Dass Thorsten für dich ins Gefängnis gehen sollte, das ist diese eine Sache. Aber dass ein unschuldiger Mensch sein Leben verliert, das konnte ich einfach nicht zulassen. Erzählen Sie doch mal, was da an dem frühen Abend des 28. November passiert ist, was Sie getan haben. Vor allem bei Ihrer Schwester waren Sie ja wohl nicht, oder? Nein. Wo waren Sie dann? Ich wollte das alles überhaupt nicht. Es ist einfach so passiert. Was ist passiert? Jetzt erzählen Sie es doch der Reihe nach. Ich bin um 5 zu Nadine. Ich wollte nur reden. Worüber wollten Sie reden? Über die Sache mit der Unterschrift. Sie ließ sich gerade ein Bad ein und hatte überhaupt keine Zeit für mich. Ich kam überhaupt nicht an sie ran. Sie sagte, das Ganze geht mich nichts an. Und das hat sie verletzt. Ja. Ja, dann erzählen Sie mal weiter. Ich war nicht dabei. Sie meinte dann, es wäre vielleicht besser, wenn ich aus dem Betrieb ausscheide und mir eine neue Arbeit suche. Aber verstehen Sie, der Betrieb, das ist mein Leben. Meins. Und dann? Sagten Sie, sie hatte schon den Bademantel an? Ja, sie ist dann ins Bad gegangen und meinte nur, ich würde ja den Ausgang selber finden. Und Sie? Was haben Sie gemacht? Ich stand da wie der letzte Depp. Ich bin dann hinterher und ja, sie war schon in der Wanne und Ich hab sie untergetaucht, aber ich wollte das alles überhaupt nicht. Untergetaucht? Klingt so einfach. Ein Todeskampf muss es gegeben haben, oder? Ich wollte sie doch nicht umbringen. Ach, hören Sie auf, Sie wollen sie nicht umbringen und drücken sie unter Wasser. Da müssen Sie mindestens eine Minute unter Wasser gedrückt haben, wenn nicht länger. Ich wollte es nicht. Es tut mir so leid. Ach, hören Sie auf. Wann haben Sie dann die Wohnung wieder verlassen?
kurz nach 5, 10 nach 5, weiß ich noch nicht. Noch Fragen? Heute nicht mehr, danke. Bleiben Sie unvereidigt, nehmen Sie hinten Platz bitte, nehmen Sie nach hinten wieder. Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten muss nicht verlesen werden, nehme ich mal an. Weitere Anträge, weitere Erklärungen. Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Ausgericht der Verteidiger, der Täter heißt Oliver Pfeiffer. Dass die Schwester das erst unter Waffengewalt zugegeben hat, das nehme ich mal nüchtern zur Kenntnis. Weniger nüchtern zur Kenntnis nehme ich Ihren Auftritt, Herr Böhm. Konflikte löst man nicht mit Waffengewalt, auch nicht, wenn es um den Tod der eigenen Tochter geht. Und, auch wenn es Ihre Intention nicht war, man erzwingt damit auch keine Zeugenaussagen. Mehr möchte ich heute hier an dieser Stelle nicht sagen. Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Ja, hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich kann mich auch kurz fassen. Ich denke, in diesem Verfahren haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass neutrale, objektive Instanzen über einen Täter und die Tat urteilen und es nicht der breiten Masse oder gar den Opfern überlassen wird. Wie wir sehen, hätte mein Mandant beinahe mit dem Leben dafür bezahlt und damit auch ein unschuldiger Freispruch. Danke. Herr Frey, Sie haben das letzte Wort vor das Urteil gesprochen. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Thorsten Frey wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Eine Entschädigung für die erlittene Untersuchungshaft wird nicht gewährt. Es geht auf den Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg-Altona vom 30.11.2011 wird aufgehoben. Herr Pfeiffer, blanker Unsinn zu sagen, ich wollte Sie nicht töten. Ein Mensch ertrinkt ja nicht innerhalb von ein paar Sekunden. Das muss ein erbitterter Widerstand und ein verzweifelter Todeskampf gewesen sein über einen langen Zeitraum. Sie waren es nicht, keine Frage, deswegen sind Sie frei zu sprechen. Eine Entschädigung bekommen Sie nicht für die U-Haft, da sind Sie nämlich echt selber schuld mit diesem ganzen falschen Alibi und so weiter. Hätten Sie von vornherein die Wahrheit gesagt, dann wäre die Sache vielleicht früher anders ausgegangen. Gegen das Urteil könnte noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden, Herrn Böhm. Wissen Sie, die Justiz, die sucht nach der Wahrheit und die strebt nach Gerechtigkeit. Und darauf vertrauen die Bürger. Und das hätten Sie besser auch mal getan. Dann hätten Sie jetzt keine Handschellen an der Hand. Ja? Und wer selber vergelten will, der stellt sich auf eine Stufe mit dem Verbrechen, das er eigentlich sühnen will. Und einfach jemanden hier abknallen, das ist Lynchjustiz. Und wissen Sie, was das Schlimme noch an Lynchjustiz ist? Dass ein falsches Urteil, wir sind alle nicht frei vor falschen Urteilen, aber dass ein falsches Urteil unumkehrbar wird. Und Sie hätten einen Unschuldigen erschossen. Genauso unschuldig, wie es Ihre Tochter war. Und ich wage zu sagen, damit hätten Sie mehr Schuld auf sich geladen, als derjenige, der Ihre Tochter getötet hat. Vor ist die Hauptverhandlung geschlossen. Thorsten Frey wurde in einem weiteren Verfahren wegen Anstiftung zur uneidlichen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Wolfgang Böhm wurde wegen versuchten Mordes, uneidlicher Falschaussage und versuchter Strafvereitelung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Jahren verurteilt. Laurin Schultheiß wurde wegen versuchter Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Oliver Pfeiffer wurde wegen Totschlags und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt.